Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe hier schon ein bisschen was in der Hand und ihr wisst jetzt ja aktuell noch gar nicht, worum es geht. Und zwar habe ich mir was Neues gegönnt, gekauft und das müssen wir jetzt abholen mit dem Trecker. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Ich habe ja extra im Thumbnail nicht geschrieben, worum es geht. Das heißt, ihr werdet noch ein bisschen Spannung aushalten müssen. Wie gesagt, ich habe hier Magnetrückleuchten. Und ja, ich tue es jetzt erstmal los. Den beim Kauf an sich, ich habe mir das Ding schon angeguckt, beim Kauf an sich kann ich euch natürlich nicht mitnehmen. Das ist klar, dass ich das nicht zeigen darf, das wollen ja die wenigsten. Und ja, das heißt, ich nehme aber trotzdem die Kamera mit, dann filme ich ein bisschen was von der Fahrt. Und dann schnacken wir gleich in Ruhe, wenn ich wieder da bin. Und dann können wir uns die neue Errungenschaft mal in Ruhe angucken. Die Fahrt dauert übrigens ja, eine gute halbe Stunde, würde ich schätzen. Um 6:30 sollte ich da sein, wir haben es jetzt 6 Uhr, das heißt, ich muss ein bisschen Gas geben. Und dann Anhängerbolzen noch rein, nicht, dass ich den verliere. Meine Leuchten sind hier am Kotflügel innen dran geprömpelt, weil mein Portemonnaie hier in der Kiste liegt. Und das verträgt sich immer so ungern mit den Magneten, also die EC-Karten da drin. Deswegen da ein bisschen aufpassen. Gut, ich tue es jetzt los und wie gesagt, melde mich gleich wieder.
das wäre geschafft. Ja. Mit dem Auto fährt man eine gute Viertelstunde. Mit dem Trecker sind es auch mal gut und gerne 35 Minuten, also mit 25 km/h. Ja, aber er hat wieder mal gut durchgehalten. Ist ja klar, ne? Warum soll er auch nicht? Ich werde jetzt erstmal die Kamera wieder auf meinen Stick stecken und dann zeige ich euch mal meine Errungenschaft. So, Kamera gewechselt und Geheimnis ja gelüftet, habt ihr auf der Rückfahrt gesehen. Es ist ein neuer Anhänger und zwar ein Kipper. Haben ja viele von euch gesagt und immer wieder, und wir haben es ja auch in dem Q&A gesagt und so, warum habt ihr keinen Kipper? Ja, weil wir keine Kohle haben, ganz einfach, und auch keinen Platz. Wir haben beides immer noch nicht, Kohle und Platz. Hier sind ja die beiden anderen Anhänger, die wir immer nutzen, und zwar ist das der Sebastian sein, lass mich lügen, Velga, ist das ein Velga? Ja, Velga ist es. Das hat Sebastian ja auch in dem Video gezeigt, wo wir das Holz rausgefahren haben. Und ich habe ja meinen Mark-Anhänger, das ist ja ein 3,4 Tonnen Anhänger, das ist ein 3,6 Tonnen Anhänger. Die sind für uns auch super. Was richtig geil ist bei den Dingern, kann ich euch mal kurz zeigen. Die Höhe der Ladekante, könnt ihr euch mal so merken, ist Unterkante, also Lasche quasi, ne? Die Klappe hier, da ist die Höhe von der Ladekante. Ja, ungefähr. Und das ist natürlich ein richtiger Vorteil beim Beladen von so einem Anhänger. Das ist einfach ein Plus. Das ist halt so. Und wenn ich jetzt überlege, der neue Anhänger von mir, hier war die Tasche und er geht jetzt bis zum Gürtel, bis über dem Gürtel. Also der ist enorm hoch, das ist tatsächlich so. Ist auch ein Nachteil davon, von diesem Anhänger tatsächlich. Deswegen wollte ich auch immer keinen 8-Tonnen-Anhänger haben, weil mir die einfach zu hoch sind. Jetzt habe ich so ein hohes Teil, aber ja, er war halt günstig, ne? Nochmal ein paar Details zum Anhänger. Ist ein Bruns-Kipper, also ein Bruns 5,7 oder 6-Tonnen-Kipper, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Leider kein Typenschild dran, aber ich weiß vom Vorbesitzer, Baujahr 78, und das Typenschild war auch irgendwo, aber er findet es nicht wieder. Also er sucht danach jetzt, ne? Weil, kleine Vorgeschichte zu dem Anhänger, und zwar hat der sich den vor 1,5 Jahren gekauft, wollte den fertig machen, hat auch einen ganzen Teil gemacht, zum Beispiel hier neue Schotten dran und sowas, aber hat halt 1,5 Jahre danach wieder gestanden und nicht weitergemacht, und nur hat er gesagt, weißt was, scheißegal, ich schaff das einfach nicht mehr, der Anhänger kommt weg, weil er hat auch noch ein paar andere Anhänger und so, das war halt nur so nebenbei, und dementsprechend ist er halt jetzt halb fertig, und den Rest muss ich halt jetzt machen. Die Schotten, die dabei waren, die sind halt vergammelt gewesen. Hier oben drauf sind noch die Original Velga, die Original Bruns Aufsatzschotten. Richtig geil, also die Kornschotten sind dabei. Und diese Schotten, die ihr hier seht, das sind Schotten vom Strautmann Ladewagen. Nee, vom Strautmann, irgendwas von Strautmann. Auf jeden Fall sind das irgendwelche anderen Schotten. Die sind halt vom Zustand echt gut. Einzige Stelle ist hier, wo das halt durchgerostet ist. Da sind aber eigentlich diese Dinge auch für da. Die kommen nach oben drauf gesetzt auf die Geschichte, und dann werden die verschweißt und dann bleibt das so, wie es ist. Diese Dinger hier, also ist jetzt mit Draht zusammengebunden, da seht ihr auch, teilweise halt noch nicht zu Ende geschweißt, hier ist noch nicht geschweißt, alles so ein bisschen, ne, geklebt, kann man sagen. Das wird aber natürlich alles von mir noch nachgeschweißt jetzt. Und da will ich auch sehen, dass ich das passend mache, dass die Dinger da wieder oben drauf kommen, die Kornschotten. Ah, ist natürlich heute wieder windig jetzt, ne? Aber da müsst ihr jetzt durch. Die kommen da oben drauf. Und die Beschläge sind auch alle dabei. Hier sieht man es. Da ist noch das Original Brunschild, allerdings nicht das Typenschild. Und da sind die Beschläge halt noch von dem Holz. Ja, so sah halt der Rest von dem Zeug halt auch aus. Das war halt nicht mehr so gut. Aber die Beschläge sind da. Die will ich natürlich auch wieder weiterhin nutzen. Genau, Reifen und sowas sind echt gut noch, also auch nicht porös und nix. Das sind Reifengröße 11.5/80 15,3. Einzig der Reifen vorne rechts, der ist so leicht porös, wobei ich da auch deutlich schlimmere Reifen kenne. Das ist die anderen sind gar nicht porös, und dieser hier ist halt so ein bisschen porös. Ja, von unten natürlich ein richtig stabiler Rahmen. Das ist, ja, deswegen können auch wohl 8 Tonnen sein, aber nee, es ist 5,7 oder 6 Tonnen. Der Vorbesitzer war sich nicht ganz sicher, weil er hat nämlich auch einen Brunskipper, so einen, noch einen, 5,7 Tonnen, der ist aber 8 cm niedriger. Und deswegen geht er davon aus, dass, also der Rahmen, dieser Rahmen ist halt 8 cm höher, gleiche Bereifung, alles gleich, und deswegen geht er davon aus, dass
ja, dieser hier vielleicht sogar ein 6-Tonnen-Kipper ist, weil den gab es nämlich als 6 Tonnen. Ich werde mal versuchen, irgendein Typenschild oder irgendeine Fahrgestellnummer hier vorne irgendwie zu suchen. So wie es bei meinem halt auch ist. Und dann vielleicht nochmal bei Bruns nachhaken, was denn für ein Anhänger hier und hier oder um was für ein Anhänger es sich hier handelt. Ne? Schwachstellen von diesem System, weil der Rahmen halt so steif ist, sind halt immer die Aufnahmen. Da haben sie dann halt hier so ein Flacheisen drauf geschweißt. Das könnte man nochmal schön aufmachen. Und weil die hier reißen die Rahmen immer. Das könnte man nochmal schön aufmachen und von innen dann verschweißen. Dann wäre es natürlich deutlich angenehmer. Aber ja, so an sich, sonst vom Rost her geht eigentlich alles. Auch das Z-Profil hier unten drunter kann man das so sehen. Ja, jetzt sieht man es, ist alles noch relativ, na, so, ist alles noch relativ gut. Der Boden auch von unten. Von oben ist der Boden auch tipptopp tatsächlich. Könnt ihr ja auch so sehen. Der ist echt gut. Da ist Gott sei Dank nichts durchgerostet, das ist auch also alles noch nicht so alt. Ja, einziger Mangel ist halt diese ganze Geschichte, die halt geschweißt werden muss. Und die Auflaufbremse funktioniert nicht. Also die Auflaufbremse funktioniert, rechts funktioniert die gut, links bedingt gut. Handbremse geht auch, aber die Auflaufbremse an sich funktioniert nicht, weil hier die Stange fehlt dazwischen. So, da muss ich eben gucken, dass ich da eben eine Stange finde. Da seid vielleicht ihr auch gefragt, vielleicht habt ihr für so einen Brunskipper so eine Stange, das wäre ja geil. Oder habt vielleicht eine an eurem und ihr könnt mir die Maße sagen, dass ich mir sowas nachbauen kann. Das wäre natürlich auch mega cool. Ja, und an sich sonst klar, alles gangbar machen, alles entrosten und so. Und dann kann man mal gucken, ob man vielleicht hier nochmal was nachstellen kann oder ob die Seite auseinander muss oder vielleicht sogar beide Seiten auseinander müssen. Das weiß ich natürlich jetzt nicht. Ja, hier hat er halt alles geschweißt und gemacht und getan. Der Knaller ist halt eineinhalb Jahre gestanden, rausgeschoben. Er hat so fotografiert, bei eBay Kleinanzeigen reingesetzt. Und ich habe auch das, also mein Vater hat das sonntags gesehen, Gott sei Dank. Schönen Dank nochmal an dich. Der hat das sonntags nachmittags gesehen. Also die Anzeige war um 15 Uhr drin, habe ich auch gleich geschrieben danach. Er hat mir dann gleich die Anzeige geschickt, habe ich gleich geschrieben. Und dann gleich am nächsten Abend angeguckt und ja, gleich natürlich angezahlt, weil sowas ist natürlich auch schnell wieder weg, ist ja klar. Und der Knaller ist, ich habe extra die Magnetleuchten gekauft, die ich euch ja am Anfang des Videos gezeigt habe, weil ich ja dachte, hier funktioniert sowieso nichts. Und dann haben wir gerade mal ausprobiert, der Besitzer selber, der alte Besitzer, Vorbesitzer war selber erstaunt. Nur die Rötlichtbirne rechts geht nicht, sonst geht alles. Blinker geht rechts und links und die Rötlichtbirne links geht auch sogar. Vielleicht ist sogar rechts so ein Bierchen kaputt, dann brauche ich da noch nicht mal großartig bei. Ja, auch von dieser Seite nochmal, das ist natürlich alles schon relativ dunkel hier, das tut mir leid. Alles ganz kernig so. Nochmal die Sicht von hinten, das meiste ist tatsächlich Farbe, ne, was den jetzt alles so ein bisschen ramponiert aussehen lässt. Genau, zur Kippergeschichte. Ja, zwei Seitenkipper ist das übrigens und hier ist die Handpumpe. Also er hat jetzt noch keine Pumpe, also kein Schlauch nach vorne, das mache ich aber noch. Den will ich auf jeden Fall haben. Die Handpumpe funktioniert auch soweit, habe ich beim Vorbesitzer ausprobiert und das kann ich euch jetzt mal kurz zeigen. Gut, nun fehlen hier jetzt die Bolzen drin auf beiden Seiten. Das heißt, da wird jetzt nicht so viel passieren. Er hebt ihn jetzt im Gesamten hoch. Ich glaube, das hier muss nach oben, das Ventil. Irgendwie so war das. Jetzt habe ich hier nur so ein kurzes Stück Rohr, aber zum Testen wird es wohl reichen. Ja, und da kommt er schon. Soll reichen, um die Zylinder mal kurz zu begutachten. So, könnt ihr sehen, ne? Der ist blank eigentlich. Klar, bis nach oben ist natürlich Rost drüber, überhalb der Dichtung, aber so an sich, der ist blank. Vorne sieht er nicht ganz so frisch aus, aber ist auch dicht zumindest. Und also der Fett ist jetzt vorne natürlich nicht so weit ausgefahren, weil jetzt auch keine Belastung drauf ist. Aber an sich so scheint er auch in Ordnung zu sein und vor allem auch dicht zu sein. Und das ist ja schon mal die halbe Miete. Also Handpumpe funktioniert, Zylinder scheinen dicht zu sein. Und jetzt lasse ich ihn wieder runter, indem ich diesen Hebel wieder jetzt umlege. Und dann seht ihr auch, dass es wieder runter geht. Nun muss ich mir nur noch Gedanken machen, wie ich jetzt den Schlauch vom Trecker daran anschließe. Also sprich die Leitung nach vorne legen und dann mal gucken, wo ich es dann anschließe. Aber das kriege ich sicher auch noch raus. Und sonst, ja, denke ich, habe ich euch erstmal alles soweit gezeigt. Wie gesagt, noch viel Arbeit, ist klar. Aber für unter 1000 Euro gekauft. Und von daher glaube ich, da kann man nicht so allzu viel verkehrt machen.
Ja, gut, dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Ich habe jetzt einen Kipper-Anhänger und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss.